Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Montagmorgen, der 27. Juli. Tag 1 nach dem Urlaub. Ja, Urlaub war recht erholsam. Fast schon wieder Lust gehabt zu arbeiten. Fast. So richtig wird die wohl nie mehr kommen, denke ich. Tür war offen. Ich werde jetzt hier im Hof unseren Brecher laden, um wieder zum normalen Geschäft zu kommen, und werde den hochfahren nach Sembach. Vielleicht noch tanken fahren müssen davor. Karre ist leer. Das werde ich noch machen. Jetzt werde ich erstmal gucken. Normal müsste ich das Tiefbett ein bisschen ausziehen. Ich fahre noch hoch nach Sembach. Das sollte vielleicht auch so gehen. Wieder zugestellt hier. Ewig nicht mehr da gewesen. Kenne ich mich noch aus hier. Gehe davon aus, dass ich keine Handschuhe mehr habe. Da komme ich ja nicht durch hier, oder? Geht das schon wieder gut los. Geht auch nicht mehr. Doch. Erste Meter und schon eng. Ersten Meter und schon eng. Das reicht. Katastrophe. Ui. Natürlich wieder einen taktischen Fehler gemacht, ne? Merkt, dass ich im Urlaub war. Die Luft dran. Moment. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ach, oh Mann. Ja. Wenn du den Kopf hast, hast du in die Füße. So. Mein taktischer Fehler war, ich habe nicht geguckt, der Brecher steht schon gefühlt ein Jahr hier. Der ist bestimmt tot. Vielleicht lief er auch am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche. Ein Kollege hat mir gesagt, dass einige Maschinen liefen, weil sie schon so lange standen. Vielleicht war der auch dabei. So, also ich habe jetzt eine Stufe habe ich jetzt rausgezogen. Bleib so stehen. Ja, komm, bleib so stehen.
Also, ich fahre jetzt nach Hause, stelle mein Fahrzeug ab, nehme den Vierachser, den Kipper und fahre, dann lade ich mir einen Löffel drauf und dann fahre ich runter nach Imsweiler an den Tunnel. Und dann gucken wir mal, ob ich den ablade und dann wieder wegfahre oder ob ich weiter Kipper fahre. Unterwegs habe einen Löffel geladen. Den fahre ich jetzt runter nach Imsweiler an den Tunnel und danach werde ich wohl wieder mein Fahrzeug nehmen. Dann bei unserem Nachbarn nebendran ein Cut, ein MH3026 laden und den nach Hessheim zur Südmühl bringen. Sorry. Der MH, der 3026 hat einen Krakengreifer, ne, so ein für Schrott oder Holz oder Müll, was auch immer. Den soll ich auch mitnehmen, muss ich mal gucken. Also auf der Hals auf keinen Fall. Das wieder machen. Wenn der einen Krakengreifer dran hat, dann ist der Arm wahrscheinlich so bescheiden gebaut, dass du den nicht wie beim normalen Bagger einfach stielbei unter Arm ablegen kannst. Weil die Stiele sind dann meistens sehr, sehr lange. Ja, also wenn ich dann den Arm gestreckt fahren muss, das eh vergessen, dann wird das nicht passieren. Ich hab gerade laut gedacht. So, 12.30 Uhr vorbei. Ich bin wieder in meiner Mühle. Ich mach schnell das Tor zu. Mal gucken, ich eben angekommen bin, stand da noch ein LKW im Hof da drüben. Der ist weg, okay. Das ist gut. Ach, doch schon ein ewig langer Arm, ne? Doch schon ein ewig langer Arm, der Bagger. Moment. Dann gehen wir mal darüber, gucken mal. Ich weiß aber nicht, wie ich das mache, wo ich den Greifer hinlege. Ob der auf den Hals kann oder nicht. Ich glaube, 1,5 Tonnen, also er wird noch gehen. Ob der auf einer Palette liegt, jetzt alles mal angucken. Also wie gesagt, der Cut, der hier vorne steht, den lade ich jetzt im MH3026. Backe an sich ist nicht schwer. Ich glaube 28 Tonnen etwa wiegt er. Sieht recht neu aus.
latsch mal kurz rein. Ah, guck mal. Ah, kann ich da reinkommen? Okay. Kann schon reinfahren. Gut. Stehen. Ja, und latsch mal davor. Ja, alles gut. 16 Uhr, okay, haben wir noch eine Stunde. Alles zu. Alle Rolle da runter. Was ist? Kann ich auch hier zu bimmeln. Bimmeln. Gut. Also, rein. In die jutsche Stube. Gerät hier vorne am Eingang stehen habe. Also bei mir würde das, ich will nicht sagen wie neu, aber ne, nicht so. Aber alles gut. So, hier unten ist eine Halle. Sind wieder viele, 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 viele kleine Nägelchen und Eiser. Ich weiß nicht, was noch alles.
1, 2, 3, 4. Gut. Da muss ich hin, jawohl. Da, wo der Kollege den Arm hebt, müsste das sein, oder? Ja, gut. Da muss ich rein. Aua. Ach. Dahin, dass ich irgendwo im Weg bin. Bleibt da stehen. Dann macht bestimmt die Gabel ab, ne? Die Schaufel ab. Der macht die Schaufel ab und macht die Gabel dran. Stell mich hier neben dran. Ist auch halbwegs gerade, ne? Ob das geht. Kommt alles noch an die Container dran? Gut, schauen wir mal. Das geht auch nicht. Mal erst der Greifer dran hängen, bevor ich abhänge. Ich denke, es soll jetzt kommen. Gepflegt aufs Maul gelegt wieder allebei. Ja, manchmal bin ich so ein richtiger Klamsi-Typ. Ich weiß auch nicht. Ich stand auf dem Kragegreifer und wollte von dem Kragegreifer runter. Ja, und bleib irgendwie mit dem Huf hängen und lebe ich voll aufs Maul. Alles gut. Außer ein dreifacher Bänderriss, ein gebrochener Fuß und 12 gebrochene Rippe. Nee, ich pass. Der Fuß wird ein bisschen dick werden, ja. Aber alles im grünen Bereich. Ich manchmal echt. So, 4:10. Gefilmt habe ich natürlich wieder nicht. Ne? Die Kamera liegt hier. Dafür bin ich gestochen worden. Diesmal in die andere Wade. Die ganze Zeit hat die rechte Wade gezwackt, jetzt zwackt die linke Wade. Ach. Sauviecher. Entschuldigung. Ah ja. So. Nehme ich noch einen Wurf. Und dann roll ich nach Hause. Zuschauer getroffen, eben der fährt hier Backe. Smalltalk gemacht, nur von Kabine zu Kabine. Gut. So, hier wie brauchen wir nicht. Die Beflaggung haben wir aus. Gut, legen wir gleich an. Jetzt sehen wir wenigstens mal den Bagger stehen, wenn ich hier rumfahre. Das ist ein riesen Wasserloch, ne? Aber ich muss hier raus, geht nicht, auch nicht.
kann ich bis hier aus rumfahren. Komme ich da vorne rum. Hier links der neue oder neuere, ganz neu ist er ja nicht. Vorne dran ist der Kragengreifer. Von dem hat es mich gebeutelt eben. Nicht, wo ich hängen. Irgendwo hat es mich geschmissen. Ein bisschen dunkel. Aber so sieht es nach dem Kettentyp aus. Schnell. Ein bisschen Fleißarbeit. So, alles verräumt. Sattel ich natürlich auch noch um, ne? Sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht. Moin auch erstmal. So, dann fahre ich runter nach Rockenhausen. Lade dort unseren kleinen Brecher. Und fahr den hoch nach Sembach, denn Sembach, ich gestern hochgefahren habe, der muss anscheinend nicht gehen. Keine Ahnung. Thank you.
schon die ganze Zeit rum. Gute alte Spucke. Schieb mal wieder da vorne dran, Zimmern. So, Attacke. Bretter geladen. Auch ein bisschen Fahrhöhe eingestellt eben. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich dann danach, da fahre ich jetzt hoch nach Sembach. Danach werde ich wieder Kieber fahren. Bin ich mir relativ sicher. Habe ich alles weg, habe ich die Klappe zu. Ich hoffe doch. Werde ich wieder hier runterfahren, werde wieder laden und werde das nach Imsweiler an den Tunnel bringen wieder. Brauchen da noch jede Menge Material. Und da schon gesagt wurde, dass wenn ich später noch einen Fahrer habe und dann schicke ich den noch vorbei, werde ich das sein. So, die Kamera, alles lose. Jawohl. Kamera ist viel zu weit oben, sorry. Hab leider nichts anderes dabei. Hab ja in Sembach geladen oben, jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich hier nach Imsweiler gedreht, weil ich ja nur aus dieser Richtung quasi hochkomme. In die Baustelle. Ich bin an der Baustelle. Mal gucken, wie ich das mache. Ich habe ganz ehrlich, das Fahren ist kein Thema, aber es jetzt im Gelände quasi das richtige Bedienen, wo die Liftachse hochgeht, habe ich jetzt auch gefunden. Das ist hier links unten am Knie. Das weiß ich nicht. Der hat ja Hydro Drive. Hydro Drive heißt, es werden alle Reifen oder alle Räder kurzzeitig angetrieben. Ist das noch kurzzeitig? Ich weiß es gar nicht mehr. Echt, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall werden die dann angetrieben. Ich weiß nicht, muss ich da stehen bleiben, um den rein zu machen? Kann ich den während dem Fahren rein machen? Ich werde stehen bleiben. Nicht, dass ich hier noch irgendwas niedermache. Dass ich hier irgendwas kaputt mache dran. Oder soll ich erstmal versuchen ohne? Weil das wäre ja trocken. Das wäre komplett trocken. Wenn ich nur die Sperre reinmache. Früher hat es den Rad gehabt für die Sperre, so ein Drehrädchen. Das hast du heute auch nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass das hier die Sperre, dieser Schalter die Sperre ist. Gewählt. So, jetzt halten wir mal die Hydro Drive ein. Gucken, ob das noch weiter geht oder nicht. Ach, geil. Okay. Also ich denke, wenn ich nicht den falschen Gang gewählt hätte, ich hatte den fünften Gang noch drin. Ich denke, das hätte hingehauen. So, Hydro Drive wieder aus. Sperre wieder raus. Wie gesagt, ich bin, was das angeht, was so Hydro Drive Fahrzeuge angeht, bin ich blutiger Anfänger. Zu meiner Zeit hatte man, als ich noch Kippsattel gefahren bin, Dreiachszugmaschine, Zweiachs
Auflieger, da musste da auch noch raus, die Plane von Hand öffnen. Also jetzt nehmen wir jetzt den Löffel wieder mit heim, den ich gestern gebracht habe. Scheint so. Geht eigentlich ohne. Ich habe jetzt keine Sperre. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Lieftaxe gehoben. Hab ich besser wie erwartet. So, ja, das ist der Löffel, den ich gebracht habe gestern. Gucken wir mal, ob wir da hinkriegen. Das hagelt noch. Da komme ich noch nicht so klar damit. Weil der doch recht lange braucht, bis wird man jetzt gar nichts sehen davon, ne? Gewöhnen, weil ich würde jetzt sagen, ich fahre gerade, wenn ich aber in der rechte Spiegel gucke, fahre ich hier voll Richtung dem Radlader, der hier parkt. Schaffst du es? Gerade so. Jetzt nicht mehr. Ganz hinne! Alter, komm, Mensch! Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. An der Bagge. Steht ein Kran. Radlader kommt raus. Sorry, ich denke nicht, dass man irgendwas sieht, was ich da gerade zusammenfahre. Die Helmkamera hätte ich gerne mitnehmen, ne? Das wäre gar nichts. Gardings. So, da lief eben eine. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Im Zweifelsfall unter meinen Reifen. Spaß, alles gut. Absatz. Meine Güte, was ein Gejuckle. Was ist wieder ein Absatz drin? Ei, 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 ei. Alter, komm.
Hundelase geht da eigentlich nicht, ne? So, müsste ich wieder auf dem Asphalt sein. Alter. Knopf gedrückt, dass der Innenfahrschutz hochgeht. Jawohl, der ist oben. Das kostet never. So. Kippübergang ist hier, den habe ich jetzt drin. Ja, hier ist der Hebel. Machen wir einmal nach hinten. Und dann geht er hoch. Musste nicht halten, ich glaube, der musste nur halten zum runterlassen wieder. Ich will gucken, dass ich hier nichts zukipp. Zieh mal ein bisschen vor, wie gesagt, nicht, dass ich hier irgendwas zukipp. Ist er schon oben? Der ist schon oben. So, Kippergang raus. Klong. So, da war der Hebel wieder vor. Siehst du, den Hebel muss ich jetzt halten. Und dann kommt er runter. Mulder Schwede. Hallo, Mittwochmorgen. Ja, ich fahre immer noch Kipper. Gestern den ganzen Tag Kipper gefahren, heute den ganzen Tag. Den ganzen Tag weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Zeit lang. Gucken, dass ich heute vielleicht ein bisschen mehr filmen kann davon. Schauen wir mal. Mach wieder dieselbe Baustelle. Ja, falls ich hoch nach Sembach lade dort die erste Tour, fahre die runter nach Imsweiler an den Tunnel und dann fahre ich von Rockenhausen aus weiter. Das erste Mal kippen, ja, jetzt hat irgendein Sackgesicht blödes, hat da hinten so ein Wasser gepumpt und hat die ganze Brühe hier vorlaufen lassen. Nicht nur, dass wir jetzt den ganzen Dreck mit rausziehen auf die Straße. Du quälst dich hier richtig hoch. Du musst ja rückwärts hier hoch schieben, dass du dann da hinten kommst. Da hinten raus. Ja, du quälst dich richtig hier hoch. Ich habe hier an dem kleinen Anstieg musste ich zweimal ansetzen. Also es ist einfach. Hauptsache das scheiß Wasserloch ist leer. Später regnet es wieder. Katastrophe. Gut.
Übergängel. Das Dach hier noch ein bisschen auf. Na, 1,50 Meter, 2, keine Ahnung. Wie gesagt, gäbe bestimmt geile Aufnahmen, wenn die Kamera innen vorne an der Stirnwand fest wäre, oben irgendwo. Aber das ist mir alles zu aufwendig. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Recht von Roggehause. Das war alles, ja. So, that's it. Das nicht rum, nee, das geht nicht rum. Ich dachte, ich könnte jetzt die Kamera drehen. Ich könnte mein bezauberndes Gesicht zeigen. Alles gut. Ja, wie gesagt, für mich als Kieperfahrer war es das mal wieder. Ach, das geht mir so auf den Sack, dass du den Kieperhebel halten musst, wenn du die Mulde runterlässt. Aber ich glaube, es ist eine Sicherheitsvorschrift, weil so viel quasi hängen geblieben sind. Das reicht nicht für uns so rum. So, ich bin gerade am Rumfuchteln. Hallo. So, bin wieder in meiner Kiste. Da muss ich ein bisschen umbauen hier. Stehen. Jetzt umgesattelt, Maut habe ich umgestellt, alles. Ich weiß nicht, ob ich früher losfahren soll morgen. Weiß nicht, ob es Sinn macht. Bin ja leer, da ist es nicht so tragisch. Urlaubszeit ist auch noch, also es wird nicht so viel los sein wie sonst. Frankfurt hoch, fährst du gute 1,5 Stunden. Um 6 losfahre, wäre ich gegen 7:30 oben. Das sollte normal passen. Dann kann ich in aller Ruhe laden. Dann rüber Richtung Ludwigshafen runter. Dann denke ich, dass ich so gegen 10:30 in Ludwigshafen geladen habe. Dann von dort aus nach Jedebach wird auch gut. Stunde 15, vielleicht 1,5, ich weiß es nicht genau. So um den Dreh wird es sein. Jetzt haben wir gleich 17 Uhr, macht jetzt noch mal ein bisschen Büro. Und dann Feierabend. Wie gesagt, Kieperfahren, ich hätte gerne mehr gefilmt. Aber was bringt es euch, wenn ich nicht filme oder vorne raus filme und ihr keine Spiegel seht. Es ist hier wieder einfacher. Dann, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Kieper fahre und dann noch weiter Filme mache, das weiß ich ja nicht. Das irgendwann wird in den nächsten 2 Jahren sein, denke ich. Und dann
lasse ich mir irgendwas in der Keeper machen, das auch fest drin bleibt. Anschweißen oder was, keine Ahnung. Und ich werde keine elektrische Plane haben, mit Sicherheit nicht. Da kommst du gar nicht mehr raus. Du kommst gar nicht mehr. Wenn ich sage raus, geht die Kamera A, U, S. Seltsam. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es war trotzdem okay. Ich selbst, also das Keeper-Fahren ist ja wirklich eine schöne Arbeit. Ja, du machst dich nicht so wie hier, ja, wo du gar nichts machen musst. Drückst aufs Knöpfchen, geht der Unerfahrschutz hoch, drückst an der Fernbedienung, fährt die Plane auf und zu. Musst nur irgendwo hinfahren, warten, bis es hupt. Dann wackelt es ein bisschen, dann hupt es wieder, dann machst du deine Plane zu. Ja. Also ist echt nicht, ich sag mal so, du kannst dich erholen, aber also ich mit meiner Arbeit, wenn ich richtig stressige Tage habe, kannst du dich dabei erholen. Sage ich nicht, weil ich das irgendwie jetzt niedermachen will oder so, es ist einfach ruhige Arbeit, es ist so. Ja, du musst auch nicht rennen, andere Firmen ist das vielleicht anders, trotzdem haben wir genug Punkt dabei, die dir mit über 80 auf der Landstraße entgegenkommen. Ist halt so, der es braucht, der soll es machen, alles gut. Aber wenn du halt sowas fährst, wo du dann ladest, dann fährst du 10 Minuten, dann kippst du wieder ab. Ach, das ist qualvoll, wenn du das dann, ein Tag geht ja vielleicht noch, aber wenn du das dann mehrere Tage machst, boah, schon langweilig, harte Kost. Egal, wie gesagt, morgen geht es wieder mit dem weiter. Dann baue ich in der nächsten Folge. Ich mal gucken, ob das der ganze Tag übergeht. Wenn nicht, habe ich dann morgen Mittag das dringend mal wieder abschmieren. Gucken, ob die Grube frei ist. Das dringend mal wieder waschen. Innen drin sauber machen, habe ich vor meinem Urlaub alles nicht gemacht, weil es halt einfach, weil ich keine Zeit krieg dazu. Und dass ich mich dann abends um 6, halb 7 da hinstelle und anfange zu putzen oder abzuschmieren, das mache ich nicht mehr. Habe ich früher gemacht, ja, mache ich heute nicht mehr. Andere dürfen auch mittags um 2 Uhr nach Hause kommen. Dürfen das machen, dürfen putzen, dürfen abschwimmen machen. Tun. Wenn ich es nicht darf, dann mache ich es nicht. Alles gut. So. Gucken, soll heute Nacht gewittern. Regnen. Schauen wir mal. Also, bis zur nächsten Folge. Ich langweile euch doch nur jetzt, oder? Ich laber wieder. Verbal erotisch und unausgelastet heute. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss. Feierabend.